Ich glaube, wir fangen damit an. Spiele als eine junge Frau passt ja, die sich um ihren kranken Vater gekümmert hat und in einen anormalen Zyklus. Ich habe mir ein Anomalien-Game gekauft. Och Mann, oh, warum? Oh mein Gott, ich, wisst ihr, ich war wieder so, ich gucke, was sind denn für Games rausgekommen. Dann sehe ich das und anstatt, dass ich mir vorher mal durchlese, ich hasse Anomalien-Games. Und trotzdem schaffe ich es immer wieder, das zu schauen, das zu spielen. Der Vater hier, der guckt schon wieder irgendwas in der Klotze. Das sieht ein bisschen aus wie eine SpongeBob-Folge da hinten. Okay. Arzt, Sarah, guten Abend. Okay, da Sie ihn zur Behandlung nach Hause gebracht haben, möchte ich Sie daran erinnern, dass... Beobachten Sie ihn etwa 10 Tage lang. Vergessen Sie nicht die Medikamente und über... Okay. Wenn es Abweichungen oder Anomalien gibt, notieren Sie dieses auf dem Tablet. Können Sie damit umgehen? Ja, ich werde mich um ihn kümmern. Danke. Hallo. Dies ist ein kurzes Tutorial, das Ihnen helfen soll, dieses Spiel zu verstehen. Sie können das Tutorial überspringen und schließen, indem Sie auch die Schaltfläche... Nein, 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 ich brauche das ja. Scheint ja wichtig zu sein. Also, okay, ich kümmere mich um meinen Vater. Das ist hier der Servierwagen. Okay. Der Kühlschrank ist extrem dreckig. Also, oh, was ist das? Eine Salami und eine Gurke? Ich finde es immer ganz schlimm, wenn man so Fleisch im Kühlschrank hat, so Wurst oder so, und die ist dann nicht nochmal irgendwie geil abgepackt. Und du machst dann den Kühlschrank auf und dieser ganze Wurstgestank kommt dir entgegen. Das ist wie in der Schule damals, wenn jemand seine scheiß Beefy hinten ausgepackt hat. So leckt denn das Spiel so. Ein Stück Brot! Oh. Oh, okay, Tutorial überspringen? Nee, ich brauch's ja. Ach so, Tab, um vorzufahren. Okay. Zuerst müssen wir herausfinden, was Papa heute zum Mittag möchte. Gehen Sie zum Tablett mit den Indikatoren des Vaters und drücken Sie LMB. Was ist das? Linke Maus. Heute Aspirin. Gibt es Marmelade in diesem Haus? Großartig. Jetzt wissen wir, was der Vater will. Als nächstes müssen wir das Brot nehmen. Hä? Okay. Der Beefy-Geruch, oder? Also ich habe schon mal Brot hier. Top. Super, wir haben Brot bekommen, indem wir die linke Maustaste gedrückt haben. Oh Gott, ich fühle mich gerade... Oh, jetzt bin ich in so einem Kindergame. So, die super, wir haben Brot bekommen. Indem wir die linke Maustaste gedrückt halten, können wir es bewegen. Jetzt müssen wir die richtige Zutat finden. Ja, also Vater will Marmelade haben. Wo ist denn hier Marmelade? Ah, hier? Ich glaube, das ist Medizin. Medizin. So. Das sind übelst große Scheiben, oder? Hat man hier oben Marmelade? Was ist denn so ein Marmeladenfach? Kondensmilch? Okay, hat man Marmelade im Kühlschrank? Nee. Boah, bis ich hier die Marmelade gefunden habe, ist der Vater schon Kartoffeln im Kühlschrank. In der Dose? Jo, Marmelade. Ach so. Oh mein Gott, ich sollte vielleicht einfach mal das Tutorial beachten. Um eine Zutat aus einem Glas zu verwenden, müssen Sie den Deckel abnehmen, indem Sie die linke Maustaste auf den Deckel selbst gedrückt halten. Drehen Sie ihn um, indem Sie Q gedrückt halten. Bringen Sie das Glas zum Brot. Oh. Können wir theoretisch jetzt noch die Scheibe Brot nehmen und die Marmelade draufknallen? Vom Ding her, geht das? Oder wir nehmen einfach Glassplitter. Wir. Ist auch eine gute Mahlzeit. Hier, Vater. Okay, es ist schon mal abgestellt. So, jetzt Deckel. Ah, rette das! Oh mein Gott. Oh Gott. So, und dann drehen Sie ihn um. Bringen Sie das Brot zum... Das Glas zum Brot. So, hab ich. Und dann, wie geht's weiter?
Sollen wir das so umdrehen? Kommt das dann raus oder so? Ah! Aha! So. Nachdem Sie die Zutat aufgetragen haben, müssen Sie ein weiteres Stück Brot aus dem Brotkasten nehmen, um das Sandwich zu vervollständigen, indem Sie das neue Stück Brot auf das gefüllte legen. Bam! Fünf-Sekunden-Regel. Drei-Sekunden-Regel. Das ist noch gut. Das kann der haben. Och, ach, jetzt geht meine Marmelade. Jetzt hält sie. So. Okay. Tatsächlich können Sie Ihrem Vater auch einfach ein normales Stück Brot ohne Füllung geben, aber das kann sich auf seine Gesundheitsindikatoren auswirken. Okay. Sollen Sie das Medikament, das das Tablett heute empfiehlt, aus dem Regal nehmen und ebenfalls auf dem Einkaufswagen legen. Heute gibt's Aspirin für den Vater. Hier. Okay. Wenn Sie das falsche Sandwich oder Medikament eingelegt haben, können Sie diese aus dem Einkaufswagen nehmen, um auf den... Okay. Während Sie in der Küche sind, ein neues hinzufügen. Aus dem Einkaufswagen nehmen. Ach so, ich nehme es einfach raus. Löschen. Okay. Sie müssen den Wagen nehmen und zur gewünschten Tür gehen. Nee, bis jetzt sieht es nicht nach einem Horrorgame aus, aber vielleicht wird der Vater hier gleich noch komisch. So, wir gehen jetzt mal zum Vater. Beobachten Sie von nun an Ihre Umgebung sorgfältig, da die Anomalie überall außer in der Küche auftreten kann. Der erste Zyklus ist immer ohne Anomalien, sodass Sie die Umgebung sorgfältig studieren und sich daran erinnern können. Chat, wir müssen uns daran erinnern. Da ist ein Schubfach offen, ja, merke ich mir. Da ist ein Bulle, eine grüne Kiste. Alles gut. Soll ich mir das ja auch alles anschauen? Oh, ist das von den Machern? Das Spiel haben wir gespielt. So halb. Ich guck mal kurz, bevor wir ihm das bringen. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Anomalien erkannt. Nee. Ach so, das war's schon. Okay, hier ist ein Kreuz. Ist nachher bestimmt verkehrt rum. Hier können wir nicht durch. Dankeschön, Chat. So, ich bringe dem Vater das jetzt mal, ja? Dankeschön. Hier, Vater! Du bist nur dann gut... Was? Das ist aber ein Riesensandwich. Yo, Vater! Boah, das ist ein Jumbo-Sandwich. Okay, der Wagen muss weiter in den Flur entlang in die Küche geschoben werden. Okay. Aha, da kommt bestimmt nachher noch was raus. Wenn Sie auf eine Anomalie stoßen, platzieren Sie eine Markierung auf der entsprechenden Tafel. Okay. Aber ich bin ja auf nichts gestoßen. Boah, das ist mein Job? Das mache ich den ganzen Tag? Holy shit. Je nachdem, was sie ihrem Vater gegeben haben, ändert sich sein Indikator. Okay, ja. Okay. Also, heute braucht Vater Melatonin. Hier, damit er gut schlafen kann, die kleine Maus. So, was will er essen heute? Vergessen Sie nicht, den Käse hinzuzufügen. Okay, Vater will eine Käse-Sandwich. So, Käse, der alte Stinkekäse ist hier. Einfach drüber rubbeln, oder wie geht das? Aha. Dann. Ah, stopp! Bam, okay, ich habe ein Sandwich. Das habe ich jetzt hinbekommen. Noch was? So, na dann. Auf geht's, Chat. Was hat sich hier verändert? Also. Das Bild ist noch da. Schubfach ist auf. Der Bulle ist da. Hat er was geklopft? Nee, das bin ich, oder? Weil ich hier mit diesem, mit diesem Ding rumwedel.
Oder kann ich ihm das erst geben und mich dann umschauen? Du bist ja dann gut, wenn du gesandt wirst, den Tod herbeizurufen. Okay, Vater. Das nächste Mal bringe ich das Messer mit. Ist doch auch kein Thema, du. Okay, ist hier irgendwas anders? Ist es hier irgendwie dunkler als sonst? War die Lampe vorher schon da? Achso, um das Ende zu erreichen, müssen die 10 Tage überleben. Ups, herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Tutorial abgeschlossen. Hoppala. War das Kreuz vorher schon da? Ich muss 10 Tage überleben. War der Tropf vorher schon da? Boah. Ist hier vielleicht jemand drinne? Können wir... Oh, der scheiß Wagen. Okay, ich bin gespannt, ob es so Jumpscares und so kommen werden. Aber ich finde, Vater, schmeckt's? Schmeckt das Käsebrot schon? Nom nom nom. Was guckst du da eigentlich? Ey, ist das mal weiter, bitte. Sehr gut. Also, ich würde sagen, es sieht alles aus wie immer, oder? Aber eine Anomalie erkannt. War der Stuhl vorher schon da? Ich nehme das mal mit hier. Ich glaube, wir gehen einfach. Okay, wo sehe ich jetzt aber, ob das richtig ist? Tag 1. Ah, scheint aber richtig zu sein, oder? Tag 0, Tag 1 jetzt. Heute Leponex. Wofür nimmt man das? Was ist ja alles sind? Cetirizin, das ist doch für Allergie und so. Das nehme ich immer. Okay, was will Vater heute essen? Vater, was gibt's heute? Käse. Wieder Käse. Warum? Oh ja, der alte Stinkefisch da unten. Okay, es gibt wieder ein Käse-Sandwich für Vater. Ey, willkommen zurück, Dirk. Och, jedes Mal dasselbe, ne? Hier, komm, 3-Sekunden-Regel. Der kann das ruhig noch essen. So. Komme. Ist heute was anders? Die Musik ist auch immer dieselbe, oder? Steht jemand draußen? Kann vielleicht auch mal vorkommen. Ist Vater heute anders? Vater? Kannst du schneller mal... Oh, Vater ist heute anders. Das ist eine Anomalie-Chat. Papa hat heute was anderes gesagt. Nee, Papa, ich mach's ja nicht schneller. So, ich würde sagen, das war's, Hass. Würde ich hier mal eintragen, oder? Ich hoffe, das war richtig. Bitte lass es hier Tag 2 dastehen. Oh, ja, war richtig. Okay, heute gibt's Cetirizin. Gegen die Allergien. Hier, Vater. Was willst du essen? Ich will's mit Honig. Ach du Scheiße. Ja, den seine Augen waren wirklich ein bisschen komisch, ne? Aber wo ist denn hier der Honig? Aha! Okay, Vater. So, wir machen hier mal ab. Oder auch nicht. Wartet. Der isst jeden Tag ein Stück Brot auch, ne? So. Fuck, wie kriege ich das hier ab? Das ist, also die Steuerung ist nicht so easy. So, Deckel ab. Drüber. Sehr gut. So. Heute gibt's ein Honigbrot, Vater. Oh, leck! Fuck, und nochmal drüber gerollt. Ey, warte mal, wir müssen doch erstmal das Sandwich holen. Warte mal kurz, so. Zack, okay. Meint ihr, ich wäre ein guter Krankenpfleger? Hä? Huh? Wäre das ein Job für mich, oder was? Okay, wir haben dieselbe Mucke wie immer. Ich hab meinen Wagen verloren. Natürlich, na stark. Irgendwann wird mich hier was anspringen, oder? Ich hoffe, das Game wird noch ein bisschen spooky. Wenn nicht, ich habe noch andere auf Steam. Kein Ding. Ich sag nichts dazu. Okay, danke, Chat.
Ja, ich bring ihm das erstmal. Ey, wieso leckt denn das ab und zu so? Oh, okay, wir haben eine Anomalie. Das ist super weird. Hier, Papa. Du kriechst dahin wie eine Schildkröte. Wieso ist denn der so fies? Okay, Anomalie. Easy. Easy peasy. So, na dann ankreuzen. Zack. Tag 3. Was gibt's heute? Leponex. Ich weiß immer noch nicht, wofür das gut ist, aber rein damit. Kurze Frage. Hier ist Rattengift. Poison. Ich kann meinen Vater vergiften. Okay. Was willst du denn heute essen? Käse wieder. Käse-Sandwich. Aber Papa geht's gut. So, hier der Käse kommt. Zur Verteidigung bestimmt. Oh, ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt dem Gift gebe. Ja, riesiges Auge vom Fenster, das man kennt. Ist normal, normal, normal. Hier, Vater, Käse-Sandwich. Ich komme wieder. Los geht's. Vor allem jeden Tag ein Sandwich. Ugh. Okay, das finde ich komisch. Member 356 ist eine Anomalie. Okay, aber es ist so ein einfaches Anomalien-Game, oder? Hier, Papa. Ich wünsche, ich wäre im Krankenhaus geblieben. Sollen wir ihn umbringen? Mann, wir können ihm auch Gift geben. Vielleicht ist das ein Ende. Anscheinend scheint er wirklich sterben zu wollen, oder? Was Altalvo schreibt. 356, Dankeschön dir fürs Mitschreiben. So, Papa geht's gut. 100%, 100%. Geilo. Tag 4, Aspirin. Ah! Hier. So, lass mich raten, heute gibt's wieder Käse. Gibt's Marmelade in diesem Haus? Okay. Hm. Marmelade it is, Vater. So, wir stellen das hier kurz ab. So. Boah, das ist echt nicht so easy, ne? So. So. Weg damit. Ja. Okay, perfekt. Und jetzt drauf. Weg. Weg. Zack. 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 Aha. Jetzt. Ah! Fuck. Boah, jeden Abend, vor allem zum Abendessen. Nur ein Sandwich. Mach mal auf hier. Wie pinker Käse ein bisschen. Du, 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 du. Ich habe das Gefühl, es gibt bestimmt eine Anomalie, wo der Papa irgendwo im Gang steht, oder? So, ist heute alles okay, Papa? An diesem Tag herrschte dichter Nebel und sie hätten nicht ins Auto einsteigen sollen. No way out. Das ist auch eine Anomalie, oder? Your fault. Ja. Also bis jetzt haben wir täglich eine Anomalie. Irgendwie. Okay, Altalvo. Wenn wir es verkacken, dann töten wir einfach den Vater, würde ich sagen. Aber Tag 5. Validol. Also, ich würde sagen, Papa hat jemanden umgebracht. Wir können ihm auch den Rattenköder-Käse geben. Okay. Vater will wieder Marmelade haben. Wo ist mein Wagen? Hier. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das Marmeladen-Sandwich wieder. So. Zack. Und zack. Ich werde hier noch Profi drinne. So.
Aha, so. Nein! Oh, ich werde doch kein Profi. Es fällt mir immer aus der Hand. Und er möchte heute Validol. Schon wieder. Jeden Tag Validol-Tag. Ja, gut. Weiter geht's. Wann bringen wir ihn um? Wann geben wir ihm das Gift? Oh, es leckt manchmal ganz schön, das Game, du. So, Vater, was ist heute für ein Tag? Ist heute ein guter Tag? Das wäre nicht passiert, wenn du bei uns gelebt hättest. Ich weiß halt nicht, sagt er jeden Tag was anderes und das ist normal, dass er mir jeden Tag was anderes sagt? Oder ist es eine Anomalie, wenn er was anderes sagt? Das ist halt auch so ein Ding, ne? Ist hier vielleicht was mit der Tür? Hm. Huh. Schmackofatz. Ich glaube, heute ist keine Anomalie da. Ich glaube, das ist normal. Ich hoffe, weil ich würde das jetzt hier alles mal als keine Anomalie kennzeichnen. Außer hier kommt jetzt noch was. Aber ich glaube, heute ist alles normal gewesen. Tag 6? Steht Tag 6 da? Oh, wir haben es verkackt! Das war doch eine Anomalie? Dann geben wir dem jetzt Rattengift. Och nee, wir müssen von null anfangen. Vater, was willst du denn zu essen? Käse. Okay, dann kriegt ihr jetzt Käse von mir, aber mit diesem Rattenköder-Käse hier, den guten Schimmelkäse, schön drauf auf die Stulle. Und nochmal auf den Boden fallen lassen. Perfekt. So, Vater. Wir bringen den jetzt um. Rattengift und verschimmelte Käsestulle. Hä? Warte mal. Den Whisky habe ich aber nicht mit draufgestellt. Das war ich nicht. Ja, gut. Lässt sich besser runterspülen, wa? Ihr Vater? Aber es ist ja das Rattengift weg. Schmeckt trotzdem. Erstmal Vater vergiften. Hier zum Runterspülen, Vater. Nee? Ah, gut. Fuck, jetzt fangen wir bei null an. Naja, ist auf jeden Fall eine Anomalie, ne? Weil den Alk habe ich hier nicht hingestellt. So, Tag 1 oder was? Cetirizin wieder, hier. Was willst du denn heute essen? Ich will es mit Honig. Okay, okay. Shit, schaffen wir das noch hier? So, guck mal. Honigprofi. Hier, zack. Ah! Oh, fuck. So, Fadi. Wo ist das Brot? Wo ist meine Ah, hier. Puh, okay. Honig kaputt, aber egal. Dem geht's aber noch ganz schön gut. Ne, dafür, dass er gerade Schimmelkäse gegessen hat und so. Alles gut bei Vater. Muss den Honig bringen? Also wenn er nur Käse bekommt, geht es dann auch? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oh, gute Besserung, Lars. Und schönen Wochenstart morgen. Dankeschön, dass du da warst heute. Mein Essen ist eingefroren. Mir ist kalt. Geister? Kannst du schneller machen. Also... ich verstehe noch nicht so ganz, ob das jetzt eine Anomalie ist, wenn Papa was anderes sagt. Aber auf jeden Fall ist mein Essen eingefroren. So, heute Leponex. Und was noch? Ich möchte es jetzt mit Gemüse und ein paar Gurken. Ach, okay.
Was haben wir denn für Gemüse? Ich habe hier eine Gurke. Aber was haben wir denn noch für Gemüse? Hier ist halt nur eine Salami, Vater. Haben wir hier irgendwie noch... Wir haben noch... Ach, guck mal hier, wir haben noch Tomaten, aber die können wir nicht rausnehmen. Kondensmilch. Hier sind noch Kartoffeln oben. Oh, was ist das hier? Das können wir auch nicht nehmen. Ja gut, da wird es halt nur die Gurkenstulle, ne? Was soll ich machen? Der wird jetzt schon nicht davon sterben, oder? Heute gibt's Gürkis. Leponex. Und los. Okay, Musik ist immer noch dieselbe. Draußen ist auch niemand. Jo, Vater. Du bist taub, ich hab dich schon 100-mal angerufen. Okay. Sorry. Okay, Anomalie, das flackert, oder? Flackert das schon immer? Nee. Ich glaube, nein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich gebe jetzt einfach mal Anomalie an. Bitte lass es richtig sein. Oh, zum Glück. Okay. So, Cetirizin. Wir machen jetzt hier einen Speedrun. So, was willst du heute haben, Vater? Marmelade. Ach Gott. Okay, hier. Marmelade. So. Zack. Ah! Zum Glück nicht kaputt gegangen. Mach drauf. Schwupps. So. Ach, jedes Mal dasselbe hier. Okay. Boom. Ob hier irgendwann mal jemand draußen stehen wird? Stimmt, Rattengift, was Schnitte machen, müssen wir mal noch ausprobieren. Ich mach's lieber selbst. So, jetzt sieht das hier für mich nach keiner Anomalie aus. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht mit diesem, was der mir sagt. Hallo Dingo, Hallöchen. Wir können ja nochmal, können wir den Wagen hier kurz parken und wir gucken einfach nochmal. Die Sirene, die war gerade bei mir draußen. Ich habe ein Fenster offen. So, also das einzig Ungewöhnliche jetzt war das, was Papa gesagt hat. Aber ich weiß halt nicht, ne? Ach, meine Lippen sind so rau. Für mich sieht ja alles tutti aus. Keine Anomalie. Jetzt sind jetzt bestimmt wieder bei Tag 0. Oh, nee, okay. Also ist egal, was Papa sagt. Das ist dann keine Anomalie. Sehr gut. Also, gibt's Fleisch in diesem Haus? Mindestens Würste? Will er nur eine Wurst haben? Wir haben hier Salami im Haus, Vater. Ah! Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir müssen das... Ich komme mit der Wurst nicht klar. Ich glaube, wir müssen die... Es muss immer ein Brot dazu sein. Wer weiß, wie lange das auch schon offen ist hier alles. So, hier deine Salami-Stulle, Vater. Und heute gibt's wieder Aspirin. Okay, hier. So. Oh, ich habe wirklich Angst, dass wenn er hier mal im Gang steht, ne?
Oder so um die Ecke lunst. Düdüm, düdüm, bim, bim. Hey, Fati! Ich sag dir, dass die Bremsen repariert werden müssen. Also entweder hat der Vater jemanden umgefahren oder ich habe jemanden umgefahren. So, ist jetzt hier irgendwas anders? Bei mir fällt jetzt erstmal nichts auf, du. Ich düse erstmal weiter. War das schon immer dort? Diese eine Box hier, die Kiste? Ich habe echt keinen Bock, das zu verkacken hier schon wieder, ne? Um wieder von Null anzufangen. War dieses Ding hier schon immer offen, Chat? Hat Vater irgendwas anderes an? Nee, ne? So ein Riesen-Sandwich. Ich glaube, hier ist nichts, aber zwei Runden keine Anomalie. Was denn? Hast du was gesehen, Altalbo? Hast du was gespottet? Geh ich jetzt hier durch? Was mache ich jetzt? Ich gehe durch. Fuck. Oh Gott, bitte lass da Tag 5 dran stehen. Was war denn aber jetzt die Anomalie? Ich verstehe es nicht. Jetzt wird er vergiftet. Komm. Ich möchte dieses Spiel beenden. Dann gib mir wenigstens ein Ende. Er kriegt heute nur Rattengift. Es gibt ja nichts zu essen. Wir machen direkt los. Ach, wir brauchen noch was zu essen. Wir brauchen was zu essen. Toll. Da gibt es nur eine Scheibe Brot. So. Schmeißen sie nochmal auf den Boden. Treten nochmal drauf. Nochmal den Fisch drüber. Naja, nee, doch nicht. Können wir nur noch einweichen oder so? Komm, noch schön durchs Waschbecken zerren. Super, durch das alte Dreckgeschirr hier. Dann kurz auf dem Herd schmeißen. Kurz in die Dreckfalle da hinten. So. Nochmal auf den Boden, nochmal drauflatschen. So. Guten. Heute gibt's Rattengift und Stulle. Ha, es wird doch diesmal nicht zum Alkohol. Hier, Vater, bitte nimm das jetzt. Er hat's genommen, das Rattengift. Ist doch super. Ist der Boden anders? Ist der anders? Ich habe keine Ahnung. Ist er anders? Dann lass es hier Tag 1 stehen. Ja, sehr gut. Also, weil dann würde ich den einfach nochmal eine Runde umbringen wollen. Aber ich glaube, um den umzubringen, brauche ich trotzdem immer... Ich muss weiter mit den Tagen kommen. Die Kinderliebe. Jeden Tag Rattengift. Vater? Oh, warte mal, ich hab den Wagen verloren. Ja, hab's gleich. So. Hier. Ich mach's lieber selbst. Sehr gut. Ich sehe aber schon wieder keine Anomalie, ne? Das ist doch verrückt. Jetzt steht aber schon wieder Tag 0. Oh, ne, Tag 2, okay. Dann verfahren wir weiter mit dem Rattengift.
Dem geht's aber noch ziemlich gut. Dafür, dass er hier jeden Tag Rattengift frisst, ist seine Gesundheit ganz schön weit oben. Das ist ja nervig, Chat. Okay, dann gibt es heute den Käse von der Rattenfalle da unten oder die Mäusefalle. Der gute Schimmelkäse. Wir können es auch ein bisschen kombinieren mit dem alten Stinkefisch, der hier unten noch liegt. Ah, warte mal. Oh, können wir das jetzt zusammenbappen? Nee, können wir nicht. Hallo Tim, hello. Hier. Na komm, dann nehmen wir mal den alten Stinkefisch, der auf dem Boden lag. Wir nehmen den. Abfahrt. Zum Glück liegen da keine Messer in der Küche. Los, Papa. Jetzt müsste ja theoretisch mal eine Anomalie kommen, oder? Wie gerufen. Hier, Gift. Müssen wir ans Telefon gehen? Ja, komm, wir gehen mal ran. Guten Abend. Nur heute bieten wir Ihnen an, Ihr Leben zu günstigen Konditionen zu versichern. Sie benötigen eine Lebensversicherung in 3, 2, 1. Ich mach los, Papa. Oh Gott, hier will mich jemand umbringen. Das war Sassy. Ab in die Küche mit mir. Dem geht's doch immer noch gut. Der frisst seit 3 Tagen Rattengift. Und bei Vater ist alles gut. Hä? Und den alten Fisch vom Boden. Macht dem jetzt einfach eine Käsestulle. Scheint ja wirklich egal zu sein hier. Ist bestimmt nur fürs Ende wichtig. Abfahrt, jeden Tag Rattengift. Ich muss ihn zu Tode pflegen. Ja, übelst nervig. Hier. So, was gibt's heute Neues? Ach, da ist ein Kopf drinne. Ah, ja. Der ist hartnäckig, der Opa. Der ist wirklich hartnäckig. Ey. Los, nimm mit. Boom. Tag 4 gerade mal. Ah. Rattengift. Scheibe Käse. Oder einfach, ich gebe ihm das einfach so. Komm. Zack. Reicht. Und los. Achtung, der Banger kommt. Okay, ich gebe ihm das. Ich glaube, es ist immer besser, wenn ich ihm das erstmal gebe, oder? Hier. Dieser Pickup kam aus dem Nichts. Ja. Okay, ist ja alles gut. Ich gehe einfach. Bitte lass das nicht Tag 0 stehen. Bitte, 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 bitte. Ich kann nicht mehr. Aber er ist mental bloß noch auf 150. Ich weiß jetzt nicht, ob das so weitergeht von meinem Spielverlauf davor. Boah. Ich weiß es nicht, Chat. Sollen wir es weiter versuchen oder nicht?
Es ist ein cooles Game, aber mich nervt, dass ich immer wieder von vorne anfangen muss. Sollen wir zum richtigen Horror einfach übergehen? Obwohl das an sich eine echt geile Idee ist. Aber ich habe mal wieder nicht gecheckt, dass es ein Anomalien-Game ist. Ich habe keinen Bock, das jetzt wieder zu machen. Fünf Durchgänge. Ein Versuch noch? Okay. Wir machen noch einen. Mit Rattengift. Und wieder Brot. Warte mal, habe ich das Brot weggehauen? Bi. Los, roll dich mal durch hier. Wagen essen Medizin. Hä? Irgendwie läuft das jetzt mit dem Brot nicht mehr so, wie ich es gerne hätte. Oh. Schmeiß drauf und let's go. Ja. Ah, gut. Kommt ja wie gerufen. Oh, schade. Vater? Der war jetzt taub. Oh, der geht mir aufs Schwein. Nun. Ja, das war eindeutig eine Anomalie, ne? Ja. Ah, stopp, 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 stopp. So. So, geht's heute mit einer Scheibe Brot einfach? Ja. Okay. Achtung, gleich kommt wieder der Banger. Und jetzt. Ist Blut. Puh. Heute wieder starke Blutung, oder wie? Würde ich eintragen in der Clue-App. Hallo, Papi. Was geht? Hier. Du bist nur dann gut, wenn du gesandt bist, den Tod herbeizurufen. Okay. Wir haben eine Anomalie. Die Clue-App. Das ist ein Periodentracker für Mädels. Gute App. Boah, guck mal, der ist nur noch auf 30% mental. Wir bringen den jetzt um. Es ist soweit. Endlich. Also, ne? Also entweder die ganze Zeit, ich höre die ganze Zeit hier von draußen, also mein Fenster ist offen jetzt in Real Life, dass da irgendwelche Leute die ganze Zeit rumschreien. Auch irgendwie gruselig. So, Vater kriegt jetzt hier nochmal Rattengift. Ich hoffe, der dreht jetzt richtig am Rad. Dass hier mal ein bisschen Action reinkommt ins Game. Vielleicht sitzt er nachher gar nicht mehr in seinem Sessel oder so. Das wäre spooky. Oh Gott. Hier, Papa. Kannst du es schneller machen. Wenn du selber mal aufstehst. Real Life schlimmstes Horror-Game, ein bisschen, ne? So, ich habe es ja nicht gesehen. Wir gehen. Speedrun! Tag 3. Yo, Rattengift. Wir sind auf 20. Wir müssen noch zwei Runden machen. Und dann ist der. Wo ist denn hier das Rattengift? Theoretisch nicht mehr ganz auf der Höhe, oder? Oh, ich habe das Rattengift verloren. Das ist aber nicht gut. Bestimmt unter so einen Tisch gerollt. Nein, ich brauche das Rattengift, Chat. Fuck. Lass mal den Stinkefisch wenigstens mitnehmen. Dann nehmen wir den mit. So. Geht das? Ach so, wir brauchen noch. So. Wo habe ich dieses Rattengift fallen lassen? Bestimmt hier unter den Tisch gerollt, oder?
Tag, da muss ich was anderes mitnehmen. Das finde ich jetzt doof. Na, dann, was hatten wir denn noch gar nicht? Wir hatten das hier noch nicht, oder? Was ist Stride? Es ist unter den Wagen gerollt. Oh, mein Sandwich! Aber ist nicht mehr da, ne? Naja, gut, okay, wir nehmen jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach mal das hier mit. Naja, ist Melatonin harmlos. Wir nehmen. Ich weiß nicht, was Stride ist. Wir geben es ihm jetzt einfach mal. Wir machen damit weiter. So. Und los. Oh, draußen ist rot. Das ist nicht normal. Okay, der hat mich ein bisschen gekriegt jetzt. Ich hatte kurz so einen inneren Schock auf jeden Fall. Vor allem klammert die Alte an dem scheiß Wagen fest. Rot ist nicht normal draußen. So. Vater? Oh, ich habe ein Achievement bekommen, dass ich meinem Papa alles Mögliche an Medikamenten verabreiche. Wie geht's ihm denn jetzt? Hoffe, da steht jetzt bloß noch eine 10 bei Mental. Eine 10. Dann Rattengift. Rattengift Ahoi. So. Also ich muss mal sagen, das Spiel ist nicht spooky und so, ist aber ein cooles Anomalie-Game und ich habe Spaß. Nicht schlecht. So, das ist theoretisch die Runde, die ich immer noch schaffen muss und dann ist Papa mental auf Null, ja? Hier? Okay. Du hast versagt. Okay. Aber ey, es ist ein Achievement. Das ist ein Ende, was es gibt. Naja, das reicht mir doch. Vater ist gestorben. Ist doch geil.